Ich begrüße sehr herzlich Herrn Universitätsprofessor Dr. Weißmeier und Herrn Magister Lesacher. Ich darf kurz vorstellen. Herr Universitätsprofessor Dr. Josef Meyer ist emeritierter Professor für dogmatische Theologie und Theologie der Spiritualität an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Von 1995 bis 2004 war er Vorstand des Instituts für dogmatische Theologie und seit 50 Jahren unterrichtet Professor Weißmeier diese beiden Fächer auch bei den theologischen Kursen. Seit 1995 ist er Mitglied der Leitung beim Fernkurs für theologische Bildung und bei den Wiener theologischen Kursen. Herr Professor Weißmeier war auch an der Erstellung des neuen Gebet- und Gesangsbuchs maßgeblich eingebunden, den er einen differenzierten Gebrauch im Sinne der konziliaren Reform der Liturgie zuspricht. Er ist zurzeit auch der Rektor des Stephanushauses der Erzdiözese Wien. Herr Magister Lesacher studierte katholische Fachtheologie in Wien. Nach seiner Assistententätigkeit am Institut für dogmatische Theologie wurde er 1991 wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2001 Leiter der theologischen Kurse. In seinem Fach Dogmatik geht es ihm darum, die großen Themen des Glaubens wie Gott, Erlösung und Vollendung in der heutigen Sprache lebensrelevant zu erschließen. Der Titel der beiden Vorträge: Warum ein einfacher Glaube nicht genügt. Theologische Erwachsenenbildung am Beispiel der Wiener theologischen Kurse. Ich bitte um Ihre Vorträge. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und vor allem für die Einladung, bei diesem Symposium zu sprechen. Wir haben uns das so aufgeteilt, dass die Geschichte und die Ausrichtung der theologischen Kurse am Anfang von mir vorgetragen wird und Professor Weißmeier wird diese Thematik dann anhand von Texten von Edith Stein, Texten zur Thematik Bildung, vertiefen. Sie haben ein Handout vor sich und ich werde, wie Sie hier sehen, zunächst einmal die Geschichte der theologischen Kurse darstellen und dann diese Frage, warum ein einfacher Glaube nicht genügt, kurz besprechen. Und beginnen möchte ich mit einem Film, der ist zum 75-Jahr-Jubiläum gemacht worden, ein kurzer Film. Er wurde auch damals hier in diesem Festsaal erstmals präsentiert. Und der, glaube ich, der Film bringt sehr gut zum Ausdruck, worum es in diesen theologischen Kursen geht, sowohl aus der Sicht der Teilnehmenden als auch der Sicht der Lehrenden. Und ich möchte eben mit diesem Film einsteigen. Die theologischen Kurse haben in ihrem Kernangebot den zweijährigen theologischen Kurs, in dem man die Grundthemen, Grundinhalte eines Theologiestudiums in Kurzform sich aneignen kann. Wir sind einfach in einem viel größeren Ausmaß als vor einem halben Jahrhundert damit konfrontiert, dass es eine Vielfalt von Religionen gibt, mit denen man auch tagtäglich konfrontiert ist. Ich freue mich, dass die Nachfrage nach den theologischen Kursen einfach nicht nachlässt, obwohl man immer sagt, wir leben in einer so säkularisierten Zeit, in einer ganz verweltlichten Zeit. Im Gegenteil, das Interesse ist nicht nur nicht geringer geworden, es ist eigentlich, kann man sagen, von Jahr zu Jahr steigend. Das Interesse primär an Theologie war schon immer hier, aber wie gesagt, alleine kommt man nur bis zu einem gewissen Punkt und ich habe mir eben vom theologischen Kurs Hilfe erwartet. Wir haben gerade Debatten über das Lebensende, Lebensanfang und da hat man, dann kriegt man halt durch sein Fach Tools in die Hand, wie man sich dazu stellen kann. Es war eine Vertiefung einfach von meinem Glauben. Also man hat mehr Hintergrundwissen bekommen, weil in Religion in der Schule hört man da nicht so viel. Es lohnt sich, die Bibel deswegen zu lesen, weil die Erfahrungen, die hier geschildert werden, den Menschen der Gegenwart, also uns genauso möglich sind wie den Leuten in der Antike.
Allerdings sind natürlich die Umstände, unter denen wir diese Erfahrungen machen können, völlig anders. Wenn man die Bibel so liest, dann liest man die Stelle, aber man weiß nicht, dass man eigentlich dahinter schauen muss. Es werden so viele Fragen gestellt, es ist oft, steht das Gespräch im Vordergrund, was sicher manche Vortragenden an die Grenze ihrer nervlichen Belastbarkeit bringt, bei denen den Stoff oft nicht weiterbringen. Wir haben gut diskutiert, also nicht im Sinne von abgewürgt oder ist nicht möglich. Oder, natürlich ist manches offen geblieben, man kann nicht alle Fragen, die so eine diverse Gruppe hat, beantworten, das ist ganz klar. Immer wieder kommen Fragen, auf die ich gar nicht vorbereitet bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal kommen auch Fragen, die ich dann spontan nicht beantworten kann. Und das hat mich dann schon sehr oft dazu angeregt, mir diese Dinge noch einmal genauer anzuschauen. Lehren ist immer auch ein Lernen von den Menschen, mit denen man es zu tun hat. Ja, es haben sich Freundschaften gebildet. Wir treffen uns regelmäßig mit ein paar Leuten vom Kurs, was total schön ist. Ich hatte eine Sitznachbarin, die eine pensionierte Lehrerin, und die war ja ganz fleißig natürlich und hat immer sehr viel mitgeschrieben. Ich habe sehr viel profitiert von ihr. Sie hat mir dann immer alle Unterlagen zur Verfügung gestellt, und das war, also ich habe es wirklich genossen. Ich habe da auch Kirche erlebt. Ich erlebe dann Menschen mit einer tiefen biografischen Erfahrung, auch mit Leid, auch mit Trennung, auch mit großen, teilweise schwierigen Jahren und Situationen. Ich habe den Eindruck, gerade heute natürlich, dass wir auf der einen Seite in den theologischen Kursen natürlich ein Kernpublikum haben, das noch sehr stark katholisch sozialisiert ist. Das macht sicher die Mehrheit aus. Aber es gibt auch sehr viele, die im weitesten Sinn des Wortes an Religion interessiert sind. Die Teilnehmenden sind sehr bunt gestreut. Wir haben Universitätsprofessoren, Richter, Lehrer, Lehrerinnen, Hausfrauen, Arbeitslose. Man muss nicht einmal unbedingt besonders gläubig sein. Auch Agnostiker haben diesen Kurs schon besucht, weil es ja auch eine Form der Persönlichkeitsbildung ist. Nein, für mich ist der springende Punkt, dass die Menschen lernen, aus ihren konkreten Erfahrungen in der Welt, in der Wirklichkeit, quasi mit theologischen Augen diese wahrnehmen lernen. Was kann ein theologischer Kurs bieten, oder was kann überhaupt Theologie bieten? Wenn man die Frage stellt, kann man sagen, sie kann ja immer nur einen Spalt dieser Türe öffnen, durch die wir alle mal reinschauen werden. Diese kleine Spalt der Vollendung, den wir dann vielleicht einmal ein bisschen an Zugang haben, ja, wenn man das schafft, dann sind wir schon Weltmeister unter den Menschen, sagen wir mal so. Mich berührt sehr, dass die theologischen Kurse im Krieg gegründet worden sind. In einer Zeit, in der es den Menschen wirklich schlecht gegangen ist, haben viele gespürt, wir brauchen geistliche Nahrung, wir brauchen theologische Nahrung. Es gibt ein überliefertes Zitat der Gründerin der Kurse, Margarete Schmidt: Glaubende sollen befähigt werden, auf dem Niveau über den Glauben denken und sprechen zu können, auf dem sie auch sonst zu denken und sprechen gewohnt sind. Das ist, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, der Auftrag. Der Glaube hat immer schon mit Wissen zu tun. Der christliche Glaube muss wissen, was seine geschichtlichen Wurzeln sind. Er muss wissen, welchem Gott er vertrauen kann. Auch wenn der Glaube zunächst eine tiefe persönliche Beziehung ist, ist er gefüllt mit aller Wirklichkeit und damit mit allem Wissen, wie umgekehrt, dass Wissen immer ein Glauben ist, nämlich darauf, dass das, was ich meine zu wissen, wichtig und bedeutungsvoll für die anderen ist. Wenn man nicht selbstständig theologisch denken kann im Horizont der Zeichen der Zeit, dann überlebt die Kirche schlicht und ergreifend nicht. Dann hat sie quasi Lehrsätze, am Anfang mit H und dann mit 2E. Also es gibt ohne theologische Bildung keine Kirche. Ja, man könnte natürlich jetzt einige Aussagen dieses Filmes diskutieren, vertiefen. Wesentliche Elemente sind zur Sprache gekommen: Gründung im Krieg, Bildung als Gemeinschaftsereignis, als Voneinanderlernen, auch für die Lehrenden. Ich fange jetzt von vorne an, die Geschichte der theologischen Kurse. 1940 wurden die theologischen Kurse gegründet, in einer Zeit, wo die Kirche sehr in der Defensive war. Die NS-Herrschaft hat die Kirche quasi in die Sakristei zurückgedrängt. Es war nur mehr die Pastoral im engeren Sinn möglich.
Und in dieser Situation ist im Rahmen des Wiener Seelsorgeamtes die Idee entstanden, Laien theologisch zu bilden, damit sie den Glauben in einer kirchen- und religionsfeindlichen Zeit vertreten und verteidigen können. Federführend war hier Dr. Karl Rudolf, also Prälat Rudolf, der der Leiter der Seelsorge, des Seelsorgeamts war. In diesem Kreis der katholischen Intelligenz, kann man sagen, waren auch Leute wie Otto Mauer und Margarete Schmidt. Die hat dann die Leitung und den Aufbau der theologischen Kurse aufgetragen bekommen. Das hieß damals theologisches Laienjahr. Es war nur ein Jahr und es war an Akademiker gerichtet. Margarete Schmidt ist 1914 geboren, war also 26 Jahre alt, wie sie diese Aufgabe übernommen hat. Das ist natürlich schon eine sehr prekäre Situation, Kriegszeit, Verfolgung, und eine 26-jährige Tirolerin macht hier in Wien, entwickelt diese Kurse. Sie selber durfte nicht Theologie studieren, sondern nur Philosophie und Germanistik. Und das ist vielleicht eine gewisse Ironie des Schicksals, dass sie dann eine theologische Ausbildung für Laien in Gang bringt und voranbringt. Ihr Credo, wir haben es im Film auch schon gehört, finden Sie am Handout: Glaubende befähigen, auf dem Niveau über den Glauben denken und sprechen zu können, auf dem sie auch sonst zu denken und sprechen gewohnt sind. Das ist das Kernanliegen des theologischen Kurses von Anfang an, das sich bis heute durchgehalten hat. Der theologische Kurs oder das Laienjahr, wenn man es genau sagen will, das eben in einer konkreten Situation, Kriegssituation, Verfolgungssituation gegründet wurde, wurde dann nach dem Krieg fortgesetzt, dann auch mit einer gewissen Bewerbung. In der Kriegszeit war klar, dass das alles nur durch Mundpropaganda, durch persönliche Einladung gegangen ist. Man musste quasi eingeladen werden, diesen Kurs zu machen. Es war im Hinblick auf die herrschenden politischen Zustände auch natürlich eine gewisse subversive Einrichtung, diese Kurse zu machen. 1950 wurde dann der theologische Fernkurs gegründet. Margarete Schmidt hat zufällig von einem Familienfernkurs in Kanada gelesen und hat sich gedacht, das wäre ja auch etwas für die theologischen Kurse. Das heißt, ab 1950 wurde das österreichweit zugänglich und darüber hinaus eigentlich im ganzen deutschen Sprachraum, wo dann später in Zürich 1956 und in Würzburg 1970 eigene Fernkurse gegründet wurden. Und im Jahr 1951 schreibt ein gewisser Dr. Franz König in der Furche einen Artikel über die neue Lehr- und Hörgemeinde. Der spätere Kardinal, Erzbischof von Wien, war schon seit 1942 Dozent im theologischen Kurs und hat aus dieser Erfahrung und auch aus den ersten Erfahrungen im Fernkurs hier einen eben sehr schönen Text geschrieben. Wir werden ihn jetzt nicht wortwörtlich durchgehen, aber ich möchte einige Aspekte hervorheben. Das erste ist, dass er von einer Gemeinde spricht, von einer Lehr- und Hörgemeinde. Und wir haben es im Film auch gehört, Menschen erfahren im theologischen Kurs, der über 2 Jahre geht, auch Kirche. Und auch Menschen, die eben nicht kirchlich beheimatet sind, erfahren hier Kirche in einer offenen, dialogbereiten Weise, wo auch Fragen, wo kritische Fragen zugelassen sind und auch nach Kräften beantwortet werden. Das ist ein erster wichtiger Punkt vom Titel her. Dann sagt er, die entscheidende Bezeugung der Existenz einer religiösen Welt, der Kirche des Glaubens, geschieht, in Anführungszeichen, in der Welt immer mehr durch den Laien. Also der Blick auf die Laien, die Ausbildung von Laien, war eben lang vor dem Konzil schon bei den Kursen ein wesentlicher Punkt, eben von der Gründung her. Diese Bezeugung ist umso wirkungsvoller und wirksamer, wenn Laien über ein entsprechendes Wissen verfügen. Das wäre mal der eine Aspekt. Und er sagt dann, in der herkömmlichen religiösen Erziehung kommt das zu wenig zum Tragen. Das war auch der Anlass, eben die Fernkurse für theologische Bildung einzurichten. Er schreibt hier jetzt nicht vom Wiener Kurs, weil dieser Artikel sich auf den Fernkurs bezieht.
Dann schreibt er in den nächsten Punkt, dass das auch Auswirkungen hat auf die Pastoral. Wenn Glaubende ein umfassendes religiöses Wissen sich erwerben, ist das einerseits gut für den Stand der Laien zur Erfüllung ihres Missionsauftrages, aber auch für die Priester, für den Seelsorger und für das religiöse kirchliche Leben selbst. Also es ist auch gut für die Seelsorger. Warum? Und er spricht etwas an, was schon immer auch ein Thema war von Anfang an, und sagt, es ist keine Konkurrenz. Und wenn man also sagt, es ist keine Konkurrenz, dann ist hier natürlich ein Problem grundsätzlich gegeben. Und er sagt dann sehr schön, müsste nicht gerade von solchen gebildeten Laien die Kritik an der Predigt, an der Beichtpraxis, am religiösen Schrifttum viel verständiger, positiver, mittragender ausfallen. Das heißt, wenn jemand theologisch gebildet und gefestigt ist, wird er sich angemessener einbringen und wird auch die Aktualität der Antworten auf letzte Lebensfragen, auf Grundsätze der Moraltheologie wirksamer bezeugen können. Ein nächster Punkt, den Franz König hier anspricht, auch etwas, was wir im Film schon gehört haben, dass die Dozenten durch den persönlichen Austausch auch Anregungen erhalten, dass diese Anregungen, die kritischen Fragen der Teilnehmenden sie dazu nötigen, den Stoff neu zu durchdringen, neue Gesichtspunkte herauszustellen, alle zweitrangigen Fragen beiseite zu lassen und die großen Linien hervortreten zu lassen in ihrem Fach. Sie müssen wissen, weil Sie wissen, dass das damals in den 50er Jahren noch weitgehend neuscholastisch geprägte Lehrende waren und die waren jetzt herausgefordert, quasi die wesentlichen Aspekte ihres Faches herauszuarbeiten und eine Theologie mit Relevanz für den Glauben und für das christliche Leben vorzutragen. Also Lehren ist immer auch Lernen, wie es Oliver Hilles formuliert hat. Und schließlich betont Franz König hier, die religiöse Unwissenheit ist der große Feind einer lebendigen und religiösen Lebensdurchdringung. Und die Beschäftigung von Laien mit wissenschaftlicher Theologie hilft, eine Verbindung zwischen Beruf und Religion, zwischen Glauben und Wissen aufzubauen. Ja, ich bin jetzt bei der Vorbereitung selbst überrascht, wie viel in diesem Text von Kardinal König drinnen war, was bleibend gültig ist für unsere Arbeit. Und wie weit voraus eigentlich die theologischen Kurse auch waren in der Akzentuierung der Laien und in der Durchführung oder in der Empfinden einer Theologie, die wirklich auch existenziell relevant ist. Dann in Punkt 1.3, den kann ich sehr kurz machen. Das Zweite Vatikanische Konzil war auch für die theologischen Kurse eine Herausforderung. Man musste im Grunde alles umschreiben, umdenken und die theologischen Kurse waren eben unter der Federführung von Margarete Schmidt der Ort, wo Texte des Konzils sehr rasch übersetzt wurden und besprochen wurden, gelesen wurden, diskutiert wurden. Ganz auch im Sinne von des Erzbischof Koadjutors Dr. Franz Jachim, der 1967 in einer Ansprache gesagt hat, wir müssen uns die 16 Dokumente des Konzils zu eigen machen. Die Kirche muss sich neu auf die Schulbank setzen, die ganze Kirche, die ganze Christenheit und diese Texte verinnerlichen. Und die theologischen Kurse waren zumindest für Wien der Ort, wo das sehr rasch und, glaube ich, auch sehr nachdrücklich gemacht wurde. Also es gab, glaube ich, eigene Ausgaben wichtiger Konzilsdokumente, die eben vor den offiziellen Ausgaben in den theologischen Kursen schon verbreitet waren und diskutiert wurden. 1.4, ein ganz kurz skizzenhaft, wie sich das Kursangebot erweitert hat. Also lange Zeit gab es den theologischen Kurs, ursprünglich ein Jahr, der wurde dann auf 2 Jahre ausgedehnt, ursprünglich für Akademiker nur, Akademikerinnen,
der wurde dann auch für Maturanten ausgeweitet und es gab dann auch einen Kurstyp 2 für Nicht-Maturanten, Maturantinnen. 1970 wurden zusätzlich Glaubenskurse entwickelt, der sogenannte Glaubenskurs 70, der das heilsgeschichtliche Denken des Konzils aufgegriffen hat und versucht hat umzusetzen. Dieser Kurs war dann auch für Durchführung in Pfarren gedacht, auf 4 Semester, wo also in einer ersten Form Theologie angeboten wurde. Das wurde dann in verschiedener Weise überarbeitet und ist bis heute ein Angebot, ein Serviceangebot, das die theologischen Kurse für Pfarren, also für die katholischen Bildungswerke, bereitstellen. Dann im Jahr 2000 wurde ein neues fächerübergreifendes Kurskonzept entwickelt für den Kurstyp 2, also Nicht-Maturanten. Bis dorthin waren beide Kurstypen streng nach den theologischen Fächern gegliedert, eben einmal mit Matura, einmal ohne Matura. Diese formale Unterscheidung wurde zunehmend auch unbefriedigend, weil ja die Bildungsvoraussetzungen doch nicht nur an der Matura hängen. Und wir haben dann ein fächerübergreifendes Kurskonzept für Kurstyp 2 entwickelt, ein organisch aufgebautes Kurskonzept. Und jetzt ist es so, dass oft auch Maturanten, Akademikerinnen auch diesen Kurstyp 2 einfach aufgrund des Kurskonzeptes wählen. Dann 2005 etwa haben wir mit den Spezialkursen begonnen und mit Thema. Also Spezialkurse sind kürzere Formate zu sehr unterschiedlichen Themen, von Weltreligionen, Bibelrundenleiten, also ein breites Spektrum, einerseits als Fortbildung, andererseits auch als Zuweg zum theologischen Kurs. Das kann so weit gehen, dass es eigentlich mit dem christlichen Glauben eigentlich gar nichts zu tun hat. Jetzt haben wir im Programm einen Kurs über islamische Architekturgeschichte. Also das bringt auch Leute, die sonst überhaupt nicht kommen würden und die möglicherweise auch dann sich für den theologischen Kurs interessieren. Und Thema, das waren also Einzelvorträge und Podiumsveranstaltungen. Thema war irgendwie ein komischer Begriff. Mit den theologischen Kursen hat man eben auch nicht Einzelvorträge verbunden. So gab es dann 2017 die Chance, dieses Thema in die Akademie am Dom überzuführen und gleichzeitig die Wiener Katholische Akademie zu beerben. Das war, wenn man jetzt was Neumodernes sagen will, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und jetzt hat oder ist innerhalb der theologischen Kurse eine Themenschiene, eine Veranstaltungsschiene Akademie am Dom mit diesen öffentlichen Veranstaltungen. Und das wird jetzt auch eigentlich sehr, sehr gut wahrgenommen. Diese Entwicklung zeigt, dass wir eben thematisch eben auch über das im engen Sinn Theologische hinausgehen. Sie haben auch im Film gehört, dass eben auch Agnostiker den Kurs gemacht haben, dass mit vereinzelt auch Muslime, vereinzelt auch Angehörige anderer Kirchen den Kurs machen. Und wir haben überlegt, man müsste damit eigentlich auch die Zielsetzung ein wenig erweitern. Und wir haben von unserer Qualitätssicherung her eine Definition gelungenen Lernens formulieren müssen. Sie haben sie unter 1.5 am Händler drauf. Diese Definition gelungenen Lernens lautete bis voriges Jahr: Theologische Kurse zielt auf einen tragfähigen und gesprächsbereiten Glauben, der jedem Rede und Antwort steht, der nach der Hoffnung fragt, die Christen erfüllt. 1. Petrus 3.15. 1. Petrus 3.15 hätte natürlich schon viel früher bringen können, weil das auch am Anfang der Kurse gestanden ist. Zielt auf einen tragfähigen, gesprächsbereiten Glauben. Aber diese Zielsetzung ist natürlich nur sinnvoll für Menschen, die als Glaubende den Kurs besuchen und durch Theologie ihren Glauben vertiefen wollen. Und im Hinblick auf Nichtglaubende, die in den Kurs kommen oder auch andere Veranstaltungen bei uns machen, haben wir dann letztes Jahr beschlossen, diese Definition gelungenen Lernens, also die Zielsetzung der Institution, etwas zu erweitern. Eben mit der Formulierung zielt sowohl
auf einen tragfähigen, gesprächsbereiten Glauben als auch auf ein fundiertes Verständnis der christlichen Tradition. Dass sozusagen auch Menschen etwas Vernünftiges über das Christentum bei uns lernen können. Wenn man von der Zielgruppe noch einmal kurz das Revue passieren lassen will, also in der Kriegszeit nur persönliche Einladung, dann gab es eben Bewerbung im pfarrlichen, im kirchlichen Raum. Bis in die 70er Jahre hinein brauchte man eine priesterliche Empfehlung, damit man den Kurs machen durfte. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und jetzt heißt es auch in unseren Foldern, dass man eben nicht der katholischen Kirche angehören muss, um diesen Kurs zu machen. Also diese Ausweitung der Zielgruppe, die auch die Sache belebt, weil ein Agnostiker doch auch andere Fragen einbringt in den Kurs, als jemand, der ganz und gar kirchlich beheimatet ist. Diese Ausweitung der Zielgruppe haben wir jetzt auch in dieser Erweiterung des Leitbildes und in der Erweiterung der Definition gelungenen Lernens abgebildet. Ja, so viel in aller Kürze zur Geschichte und zur Zielsetzung der theologischen Kurse. Ich möchte jetzt nur ganz kurz noch auf den zweiten Punkt, also auf den Hauptpunkt des Vortrags, warum ein einfacher Glaube nicht genügt, eingehen. Gegen diesen Satz, gegen diese These oder gegen diese Frage könnte man natürlich sofort Matthäus 18,3 anführen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Da ist ja gesagt, wir sollen wie Kinder den Glauben annehmen, da braucht es doch keine große Reflexion. Das heißt, im Grunde genügt der einfache Glaube im Sinne des Eingeborgenseins in Gott. Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Glaube ist in erster Linie ein Akt des Vertrauens, ein radikaler Akt des Vertrauens. Ich vertraue mich einer größeren Wirklichkeit, einem unfassbaren Du an, einem Gott, von dem ich mir, also christlich gesprochen, alles schenken lassen darf und schenken lassen muss. Wie ein Kind, vor aller Leistung, unabhängig von allem Verdienst, aus reiner Gnade. Und dieser einfache Glaube ist ein zutiefst intimes Geschehen und er hat Gründe, die nur das Herz kennt. Das ist einmal zunächst auf jeden Fall festzuhalten, das Herz, aber zum Glauben gehört auch das Hirn und die Hand. Der gute Baum, der biblisch ein Bild für dieses in Gott gründen ist, bringt auch gute Früchte hervor, im Sinne der guten Werke, aber auch im Sinne des verbalen Bezeugens, intellektuellen Bezeugens des Glaubens. Dieser einfache Glaube, und Roman Siebenrock im Film hat es auch angedeutet, muss auch wissen, welchem Gott er sich anvertraut, in welcher Tradition er steht und auf welcher Grundlage, auf welchen heiligen Schriften er grundgelegt ist. Und da braucht es eben die kognitive Ebene des Glaubens und Argumente für die Glaubwürdigkeit der eigenen Glaubenstradition. Und deswegen möchte ich drei Ebenen der Bezeugung unterscheiden, dass die existenzielle christliche Lebens, das christliche Lebenszeugnis, das sich auch in der Haltung und in den Werken zeigt, die verbale Bezeugung der eigenen Glaubenserfahrung und eben drittens auch das argumentative Zeugnis. Also in der heutigen Welt, die geprägt ist von Säkularisierung und Religionspluralismus, ist es auch wichtig, dass Glaubende, Laien auch, in der Lage sind, ihren Glauben zu vertreten, ihren Glauben auch argumentativ zu bezeugen. Die Schlüsselstelle dafür ist 1 Petrus 3,15, wobei es sich lohnt, den Satz davor und auch den Satz danach einzubeziehen. In 1 Petrus 3,14 heißt es,
heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, redend unter zu stehen, jedem, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung euch erfüllt. Und dann in Vers 16, antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Das heißt, die Grundlage, die Mitte dieses Redend-Antwort-Stehens ist die Christusbeziehung, der in uns lebendig ist, den wir im Herzen heiligen. Und daraus sind wir befähigt, kognitiv, argumentativ Rede und Antwort zu stehen, Rechenschaft zu geben von unserem Glauben, aber nicht von oben belehrend, sondern bescheiden und ehrfürchtig. Jemand, der im Glauben fundiert ist, hat auch die Gelassenheit, offen, bescheiden und ruhig zu argumentieren und nicht in der Defensive zu sein. Also die theologische Bildung befähigt auch eine angemessene Bezeugung des Glaubens. Ja, im Blick auf die Zeit, denke ich, würde ich es hier mal mit dem Gesagten belassen. Sie finden da noch einen wichtigen Text aus Gaudium et Spes 44. Ja, aber ich glaube, dass vielleicht ein letztes. Bei aller Theologie, bei aller Wertschätzung und Wichtigkeit der Reflexion möchte ich am Schluss noch festhalten, dass der Glaube, weil er im tiefsten eine existenzielle Beziehung ist, nie ganz verstanden werden darf, kann, nie ganz auf den Begriff gebracht werden kann, nie ganz zu haben ist. Gott bleibt, um mit Karl Rahner zu sprechen, das unbegreifliche Geheimnis. Oder personal formuliert mit dem Wort des auferstandenen Maria Magdalena, halte mich nicht fest. Dankeschön. Magister Lesacher und ich sollten zum Thema Bildung bei Edith Stein in diesem großen Komplex Bildung sprechen und das konkretisieren anhand der theologischen Kurse als einer Glaubensbildung, Vertiefen des Glaubens, Reflexion des Glaubens. Diese Bildungseinrichtung hat natürlich nicht unmittelbar mit Edith Stein zu tun, obwohl man sagen könnte, sie hat es noch erlebt, aber nicht mehr in einer bewussten Weise über ihren Bereich hinaus. Sie ist in einem gewissen Sinn, sind beide, Edith Stein und diese Institution, etwas Gleichzeitiges. Und ein Grund der Entschuldigung, dass ich in dieser Woche von Montag früh bis heute Vormittag einen Exerzitienkurs für eine Gemeinschaft in Kirchberg am Wechsel gehalten habe oder begleitet habe und dass ich auch die Tagung gestern und heute nicht verfolgen konnte. Und ich laufe daher Gefahr, Gesichtspunkte zu wiederholen. Es kann auch sein, dass Sie sagen, das Thema ist verfehlt worden, das ich jetzt behandle. Bitte also um eine milde Beurteilung, weil ich jetzt auch ein bisschen natürlich wildere bei Edith Stein. Denn das ist ja an sich der Grund, dass wir hier gemeinsam bei dieser Tagung der Edith Stein Gesellschaft darüber handeln. Ich möchte ein paar kurze Bemerkungen noch zur Geschichte hinzufügen, nicht als Kritik. Magister Lesacher hat die ganze Geschichte des Entstehens auch wunderbar deutlich gemacht, aber ich, etwas fällt mir also noch ein dazu. Details sozusagen oder Schmankerl, wenn Sie wollen. Am Anfang der nationalsozialistischen Herrschaft sind in Österreich alle, nur Wien nicht, also alle anderen theologischen Fakultäten geschlossen worden, durften nicht agieren. Frau Dr. Schmidt hatte übrigens dann in den 50er Jahren auch ein theologisches Doktorat hier gemacht, das ist zu Recht. In Innsbruck konnte eine Frau nicht Theologie studieren, also das ist offenkundig die eigentlich eine Maßnahme der Fakultät gewesen oder die noch ein früheres Umgehen mit Frauen in Fragen des Glaubens abbildet eigentlich.
könnte mir nicht vorstellen, dass das rechtliche Probleme hatte, sondern eigentlich fast eine Art Vorurteil. Ja. Vom Universitätsrecht wäre das eigentlich unmöglich gewesen. Ja. Allerdings muss man sagen, dass Frauen studiert haben, Doktorate gemacht haben, das ist zum ersten Mal Anfang des 20. Jahrhunderts passiert. Also insofern waren wir nicht so, aber wir waren noch mal später dran, ja, wie manches Mal auch sonst. Aber Frau Dr. Schmidt hatte aus der Zeit ihres Studiums und auch ihrer religiösen Aktivitäten, Marianische Kongregation, Kontakte mit den Jesuiten. Und 1938 ist Innsbruck geschlossen worden als Fakultät. Es gab dann noch eine schwache Fortsetzung in der Schweiz mit einigen Professoren, aber es sind auch etliche dieser Innsbrucker Professoren nach Wien gekommen, weil hier die Jesuiten auch immer einen großen Standort hatten. Dazu gehörte auch Karl Arana, der also auch in den Anfängen, so ähnlich wie der spätere Kardinal König, hier bei den theologischen Kursen mitgewirkt hatten. Ich denke besonders auch ein Dogmatiker, der Professor Mitzka, ein Jesuit, mit dem Frau Dr. Schmidt sehr verbunden war, aber auch andere Jesuiten, die nicht unmittelbar in den theologischen Kursen wirksam waren, sind hier hergekommen und haben auch in einem gewissen Sinn diese Zeit einer Ausnahmezeit genutzt. Da fällt mir also ein, Professor Jungmann, ein großer Liturge und Liturgiehistoriker, sein großes Werk Missarum Solemnia, die Geschichte der römischen Messe, ist eigentlich wesentlich in dieser Wiener Zeit entstanden. Hier hatte er Zeit, gute Bibliotheken aufzusuchen und dieses Material zu verarbeiten, nur als Beispiel für diese Situation. Und wir hatten eigentlich auch im Fernkurs lange Zeit bei den einzelnen Fächern auch immer wieder Professoren aus Innsbruck in späterer Zeit als Mitarbeiter gewonnen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Wiener Fakultät und die Innsbrucker Fakultät auch durch die Lehrenden, die bei Studienveranstaltungen, vor allem bei Studienwochen des Fernkurses zusammenkamen, auch einen sehr engen Kontakt gefunden haben. Das sind also Nebenfrüchte des Fernkurses. Gut. Damit meine kleinen Reminiszenzen soll damit genug sein. Die theologische Bildung für Laien hat sich also in einer Zeit widriger Umstände entwickelt, entsprach aber, wie auch Kardinal Schönborn jetzt in diesem Film gesagt hat, einem wirklichen kirchlichen Bedürfnis. Bildung im Glauben, Entfaltung des Glaubens, war entscheidend. Das Glaubenswissen, das man von der Schule, vom Religionsunterricht vermittelt bekam, reichte in einer solchen Situation der religionskritischen, ja religionsfeindlichen Zeit wie der nationalsozialistischen Zeit nicht aus. Bildung war auch ein Anliegen von Edith Stein, damit kommen wir also zur Frontfrau unserer Überlegungen zurück. Sie hat sich ja dann stärker wirklich der Pädagogik gewidmet. Sie war ab 1923 Lehrerin an der Schule der Dominikanerinnen von St. Magdalena in Speyer tätig, hat sich also in dieser Zeit viel in Reden und Schriften für die Emanzipation der Frauen eingesetzt. Und 1932 wurde Edith Stein Dozentin am Lehrstuhl für wissenschaftliche Pädagogik an der Universität Münster. Das heißt, in dieser Zeit hat sie sich auch wissenschaftlich reflektiert mit dem Thema Bildung, vor allem auch konkret Frauenbildung, Jugendbildung, da gibt es kleine Arbeiten und Aufsätze davon, auseinandergesetzt. Und da möchte ich ein paar Dinge herausgreifen, aber auch auf eine sehr eindrucksvolle Meditation über das Weihnachtsgeheimnis und damit verbunden eine Darstellung des christlichen Menschenbildes. Ich möchte beginnen mit der Idee der Bildung, um die sie sich bemüht. Und da bitte ich um Verständnis, wenn Sie das ohne das heute und gestern schon gehört haben.
lassen Sie mich es auch noch einmal sagen. Aber ich beginne mit einem Zitat. Unser gesamtes Bildungswesen befindet sich seit Jahrzehnten in einem Zustand der Krise. Es wurde und wird nach Reformen gerufen. An allen Ecken und Enden wird reformiert. Und obwohl sich das aus dem chaotischen Gewirr mannigfacher Bestrebungen sich einige große und klare Richtlinien herausheben lassen, hat man doch das Gefühl, dass es sich noch keineswegs um eine ruhige, sicher begründete Entwicklung handelt, sondern um vorbereitende Experimente. Es handelt sich um ein Zitat nicht aus einem österreichischen Medium unserer Tage zum Thema Bildungs- und Schulreform, das ist nämlich das Interessante, sondern um ein Zitat von Edith Stein. Also das ist an sich faszinierend, wie ich das gelesen habe, gesagt, das muss ich vorlesen. Es stammt aus einem Vortrag zum Thema Grundlagen der Frauenbildung aus dem Jahr 1930. Bildung ist offenkundig ein so sensibler und wichtiger Bereich, dass immer wieder um eine bessere Gestalt gerungen wird. Aber was ist Bildung? Edith Stein geht in diesem Aufsatz auch kritisch um mit dem Bildungsbegriff, der hier so diskutiert wird. Und ich zitiere wörtlich, sie sagt, das Bildungsideal, das hier vorschwebte, war das eines möglichst vollständigen enzyklopädischen Wissens. Die vorausgesetzte Seelenvorstellung, die der Tabula rasa, in die durch verstandesmäßiges Aufnehmen und gedächtnismäßiges Einprägen so viel wie möglich eingeschrieben werden soll. Also das sagt sie auch, das ist also das Ideal der Aufklärung gewesen. Und das ist damals schon diskutiert worden, Frage ist, ob wir auch schon viel weiter sind. Aber sie setzt dann ein umfassenderes Ideal dem entgegen oder möchte es in diese Richtung entwickeln. Auch hier zitiere ich wörtlich. Bildung ist nicht ein äußerer Wissensbesitz, sondern die Gestalt, die die menschliche Persönlichkeit unter der Einwirkung mannigfacher Formen der Kräfte annimmt, beziehungsweise der Prozess dieser Formung. Das Material, das zu formen ist, ist einmal die leiblich-seelische Anlage, die der Mensch mit zur Welt bringt, sodann die Aufbaustoffe, die beständig von außen aufgenommen werden und dem Organismus einverleibt werden sollen. Der Körper entnimmt sie der materiellen Welt, die Seele der geistigen Umwelt, der Welt von Personen und Gütern, die ihr zur Nahrung bestimmt sind. In der Entfaltung dieses Ansatzes spricht dann unsere Autorin davon, dass die erste und grundlegende Formung von innen herkommt. Sie ist überzeugt, dass im Menschen eine innere Form steckt, die zur Entwicklung in eine bestimmte Richtung drängt und auf eine bestimmte Gestalt hinarbeitet, auf eine reife und entfaltete Persönlichkeit. Und sie sagt dann, zu dieser ersten und grundlegenden Formung kommen noch weitere Kräfte, die teils von außen, teils von innen die Entwicklung betreffen. Dazu kommen natürlich auch verschiedenste Umwelteinflüsse. Aber dann eine Überzeugung, die sie hat, niemand kann aus sich etwas machen, was er nicht von Natur aus ist. Nur eine bildende Kraft gibt es, nur eine bildende Kraft gibt es, die entgegen allen bisher genannten nicht an die Grenzen der Natur gebunden ist, sondern die innere Form selbst noch von innen her umformen kann, das ist die Kraft der Gnade. Die von Edith Stein skizzierte Konzeption von Bildung bezieht den ganzen Menschen mit ein, natürlich grundsätzliche pädagogische Studien, die also das Ganze von der Kindheit über die Schule bis zur akademischen Ausbildung bis zu den Erwachsenen hin mitdenkt. Und in diesem Sinn kann man sagen, die Bildungsvorstellung der theologischen Kurse ist von dieser ganzheitlichen Sicht vom Menschen geprägt und bestimmt. Aber, noch einmal Edith Stein, sie sagt, der wichtigste Teil der Bildung ist die religiöse Bildung. Und religiös gebildet sein heißt, lebendigen Glauben haben. Lebendigen Glauben haben heißt, Gott erkennen, ihn lieben, ihm dienen. Wer Gott erkennt, der kann nicht anders als ihn lieben, und wer ihn liebt, kann nicht anders als ihm dienen. Und so ist lebendiger Glaube Verstandes- und Herzenssache,
Willensleistung und Tat. Wer ihn zu wecken versteht, nämlich den lebendigen Glauben, schult alle Kräfte. Man kann ihn aber auch nur wecken, wenn man alle Kräfte aufruft. Nicht durch einen trockenen Verstandesunterricht, aber auch nicht durch einen, sie sagt selber, schreibt das selber unter Anführungszeichen, nicht durch einen stimmungsvollen Unterricht, nämlich der Schwärmerei erzeugt, sondern durch eine religiöse Unterweisung, die aus der Fülle eigenen religiösen Lebens heraus in die Tiefe der Gottheit hineinführt und Gott in seiner Liebenswürdigkeit darzustellen weiß, die Liebe entzündet und Bewahrung durch die Tat fordert und fordern darf, weil man selbst sie leistet. Theologische Erwachsenenbildung, würde ich glauben, auch eben gerade die theologischen Kurse, sind dann ein wesentliches Element dieser religiösen Bildung, von der Edith Stein spricht. Vertiefung des Glaubens nicht nur mit, wie sie wörtlich sagt, trockener Verstandesunterricht. Es geht auch nicht nur um eine schwärmerische Präsentation mit Drücken auf Gefühle von Glaubensinhalten. Und ich würde sagen, die Kurse haben sich immer auch bemüht um Referenten, die in die Tiefen der Gottheit einführen und Gott auch in seiner Liebenswürdigkeit und Faszination darstellen, wobei immer gilt, Gott ist und bleibt ein Geheimnis, nicht jede Frage kann gelöst werden. Magister Lesacher hat mit dieser Bemerkung auch geschlossen. Bildung wollte ich also kurz skizzieren, wie sie Edith Stein konzipiert in den 30er Jahren. In ihren Überlegungen zum Thema Bildung kommt sie auch, konkretisiert sie das auch und sagt, ein wichtiges Erfordernis ist, sich Klarheit über das Bild des Menschen zu machen, wie er sein soll. Und sie weist dann hin auf den Schöpfungsbericht, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und zieht dann die Konsequenz, daraus ergibt sich die Forderung des Herrn, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich erlaube mir eine kurze Bemerkung, die jetzt nicht mit Edith Stein unmittelbar zu tun hat, sondern eigentlich mit diesem Bibeltext, der hier zitiert wird. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das Wort Bildung im Deutschen ist eine Schöpfung des Meister Eckhart aus dem Mittelalter. Und zwar gerade in dem Zusammenhang, dass der Mensch also nach dem Bild Gottes gebildet werden soll. Ein Gedanke, den man weiter verfolgen kann. Aber zurück zu Edith Stein. Sie sagt, das Bild des vollkommenen Menschen ist uns gegeben im Beispiel und in der Lehre Christi. Der wahre Christ ist der, der die Gebote hält, aber in der Weise, dass sich die Befolgung aller Gebote aus der vollkommenen Erfüllung des Größten, das heißt aus der vollkommenen Gottesliebe, ergibt. In diesem Artikel, den ich genannt habe, entfaltet Edith Stein das noch mehr. Sie weist hin auf die großen Zusammenhänge der Bergpredigt. Sie legt aus, auch im Sinn dieses Gebildetwerden des vollkommenen Menschen, auf die Seligpreisungen. Es gibt ein Ziel des Menschen, erklärt sie. Jesus macht keinen Unterschied nach Lebensalter, Stand oder Geschlecht. Und dann zitiert sie Galater 3, 28. Zitiere es einmal so, wie sie es in dem Artikel im Deutsch wiedergibt. Es ist weder Jude noch Grieche, es ist weder Sklave noch Freier, es ist weder Mann noch Frau noch Weib, denn ihr seid alle eines in Christo Jesu. Im griechischen Urtext heißt es eigentlich, ihr seid alle einer, das ist noch mehr verbunden. Auch in der Einheitsübersetzung heißt es, ihr seid alle einer in Christus Jesus. Zugleich sagt Edith Stein, das bedeutet nicht Einförmigkeit, und sie zitiert 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Der Apostel spricht davon, dass wohl ein Geist sei, aber mancherlei Gaben, dass alle Gläubigen den einen Leib bilden, aber miteinander Glieder sind, mit verschiedenen Dienstleistungen. Bildung, Menschenbild,
wollte ich also kurz herausheben. Und nun noch ein dritter Punkt, ein sehr schöner und ergreifender Text eines Vortrages, den sie am 13. Jänner 1931 hielt in einer Ortsgruppe des Katholischen Akademikerverbandes in Ludwigshafen am Rhein mit dem Titel Weihnachtsgeheimnis. Sie meditiert dabei über ein Bildwort, müsste man eigentlich sagen, das sich in der Liturgie der Weihnachtstexte öfter findet, über das admirabile Commercium, über den wunderbaren Tauschhandel, der sich im Geschehen der Menschwerdung vollzieht. Sofort ein wörtliches Zitat. Gott wird ein Menschenkind, damit die Menschen Gotteskinder werden könnten. Einer von uns hatte das Band der Gottesherrschaft, der Gotteskindschaft zerrissen, einer von uns musste es wieder knüpfen und die Sühne zahlen. Keiner konnte es aus dem alten, dem kranken, dem verwilderten Stamm. Ein neues, gesundes und edles Reis musste aufgepfropft werden. Einer von uns ist er geworden, aber damit mehr als das, einer mit uns. Und das ist ja das Wunderbare am Menschengeschlecht, dass wir alle eins sind. Er kam, um ein Corpus Mysticum mit uns zu sein. Er ist unser Haupt, wir seine Glieder. Das ist der Anfang des ewigen Lebens in uns. So ein Abschnitt dieser Meditation. In dieser Weihnachtsmeditation artikuliert Edith Stein theologisch eigentlich, was Christsein bedeutet, was die Grundberufung des Christen bedeutet. Alles, worum es geht, ist eigentlich in diesem theologischen Ansatz enthalten. Auch wenn wir heute den Ausdruck Gotteskind vielleicht etwas abgeschmackt finden. Entscheidend ist das Gemeinte. Wir gehören durch Jesus Christus zur Familie Gottes. Wir sind Christi Schwestern und Brüder und wir sind keine isolierten Einzelnen, sondern in Christus eine Einheit, ein Corpus Mysticum, wie sie sagt. Und Edith Stein entfaltet das dann in einem Dreischritt. Sie sagt, es gibt und sie unterscheidet drei Signa, drei Kennzeichen dieser Gotteskindschaft. Entschuldigung, jetzt kommen drei lateinische Worte, die aber gleich erklärt werden. Unum esse cum Deo, unum esse in Deo und fiat voluntas tua. Das sind die drei Signa, die drei Kennzeichen. Unum esse cum Deo. Wir sind eins mit Gott. Das Gemeinsame des Menschseins soll hier zum Ausdruck kommen. Das Wunderbare des Menschengeschlechts ist darin, dass wir alle eins sind. Und wörtlich sagt sie, er kam, um ein Corpus Mysticum mit uns zu sein. Er unser Haupt, wir seine Glieder. Legen wir unsere Hände in die Hände des göttlichen Kindes. Sprechen wir unser Ja zu seinem Sequareme. Folge mir nach. Und dann sind wir sein und der Weg ist frei, dass sein göttliches Leben in uns übergehen kann. Gemeinschaft mit Gott wird uns geschenkt durch Jesus Christus. Das ist das Unum esse cum Deo, eins sein mit Gott. Unum esse in Deo. Aus dem Unum esse cum Deo folgt das Unum esse in Deo. Wir sind zueinander, miteinander, Glied zu Glied, sagt sie. Wenn Gott in uns ist, und wenn er die Liebe ist, so kann es nicht anders sein, als dass wir die Brüder und Schwestern lieben. Schwestern habe ich mir erlaubt einzufügen. Darum ist unsere Menschenliebe das Maß unserer Gottesliebe. Aber es ist eine andere als die natürliche Menschenliebe. Was bezeichnet sie unter natürlicher Menschenliebe? Sie sagt, das sind Verbindungen, die durch die Bande des Blutes oder durch Verwandtschaft oder durch gemeinsame Interessen konstituiert sind. Die anderen sind Fremde, die einem nichts angehen, so schreibt sie. Das sei die Grundintention der natürlichen Menschenliebe. Und demgegenüber sagt sie, für den Christen gibt es keinen fremden Menschen.
Der ist jeweils der Nächste, den wir vor uns haben und der neben und der eben uns am meisten bedarf. Gleichgültig, ob er verwandt ist oder nicht, ob wir ihn mögen oder nicht, ob er der Hilfe moralisch würdig ist oder nicht, die Liebe Christi kennt keine Grenzen, sie hört nimmer auf. So dieses zweite Signum, das dritte Signum, das Edith Stein aus diesem Menschenbild, aus diesem Admirabile Commercium herausformuliert: Fiat voluntas tua, dein Wille geschehe. Daran erkenne ich, dass ihr mich liebt, weil ihr meine Gebote haltet. Das ist ein Zitat aus Johannes Kapitel 14. Gottes Kind sein heißt, an Gottes Hand gehen, Gottes Willen, nicht den eigenen Willen tun, alle Sorgen und alle Hoffnungen in Gottes Hand legen, nicht mehr selbst um sich und seine Zukunft sorgen, darauf berühren die Freiheit und die Fröhlichkeit des Gotteskindes. Ich kann natürlich weiterdenken, dass sie das wirklich in einer letzten Konsequenz gelebt hat, auch unter widrigsten Umständen. Und diese Grundeinstellung des Fiat Voluntas Tua, sagt sie, müsste die Richtschnur des ganzen Christenlebens sein. Es muss den Tageslauf vom Morgen bis zum Abend, den Gang des Jahres und das ganze Leben regeln. Und es wird dann auch des Christen einzige Sorge sein. Alle anderen Sorgen nimmt der Herr auf sich. Inkludiert ist in diesem Fiat Voluntas Tua auch der Kreuzweg in seiner vielgestaltigen Form von Gethsemane bis Golgotha. Und sie konnte das damals noch nicht wissen, vielleicht ahnen. Und es ist dann ihr in einer ganz tragischen und radikalen Weise Wirklichkeit geworden. Das Fiat Voluntas Tua bedeutet auch die Christusverbundenheit in der dunklen Nacht einer Gottesferne und Gottverlassenheit in größter Bedrängnis. Diese Meditation von Edith Stein über das Geheimnis des Christseins, über das Admirabile Commercium, ist eine Entfaltung dessen, was in der Taufe grundgelegt ist. Durch diesen heiligen Tausch sind wir in das göttliche Leben hineingetaucht. Es ist ein anspruchsvolles Bild. Es ist, würde ich sagen, ein Infinitiv und Imperativ zugleich, eine Seinsaussage, die zugleich eine Sollensaussage ist, so ähnlich wie das in den Paulusbriefen oft der Fall ist. Eine Vorgabe Gottes, die Unio cum Deo, und die Unio in Deo, es sind Zielvorgaben, die als Wille Gottes erfüllt werden sollen. Es ist eine ganz tiefgründige Meditation über das christliche Menschenbild und es ist auch die Basis und das Fundament der Bildungsarbeit der theologischen Kurse. Mit dieser Meditation zum heiligen Tausch ist eigentlich hier auch der Hintergrund und die Basis und das Fundament gegeben. Edith Stein betont, dass für jede Bildungsarbeit das Menschenbild von entscheidender Bedeutung ist. Und das prägt auch die theologischen Kurse. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und jetzt ist noch Raum für Fragen zu. Für beide, ja. Wir sind beide Vorträge. Wir sind ein Team. Sie kennen. Achso, es ist auch okay. Ja. Ich persönlich befinde mich in der Situation, dass ich einerseits die theologischen Kurse besuche, wo der Herr Magister Weser der Leiter ist, und andererseits in dem Stephanushaus wohne, wo der Professor Weißmeier der Rektor ist. Und ich möchte dazu sagen, Professor Weißmeier war für Spiritualität irgendwie zuständig und
Es ist interessant, in dem Stephanushaus ist es ja so, dass emeritierte Geistliche leben und auch Gäste. Ich gehöre ja zu den Gästen. Aber und in der Früh gibt es immer eine Liturgie um 6:30, die wird auch immer geleitet von Professor Weißmeier. Und ich muss gestehen, dass diese Liturgie wirklich ein fantastischer Tagesbeginn ist und wo immer natürlich nach dem Schott immer alle diese Gebete und vor allem die Texte aus der Bibel diskutiert werden und am Sonntag geht noch eine Predigt dazu. Und mir kommt das vor, dieses Leben in dem Stephanushaus so wie ein Seminar, wo die Priester sozusagen einerseits die Liturgie, die Kurse dieser Universität und aber dann in einem Umfeld wohnen, wo sie irgendwie inspiriert werden und irgendwie in diese Spiritualität eingeführt werden. Deswegen kann ich nur sehr empfehlen, das Stephanushaus zu besuchen. Es gibt hier Personen, die sind extra angereist aus Bundesländern, um diesen Kurs zu besuchen, die im Stephanushaus wohnen. Leider ist es so, dass man dann eine neue Phase beginnt, weil die Schwestern sich geändert haben. Aber man sollte nachdenken, wie man das in diesem Sinne weiterentwickeln könnte. Ja. Ja, ich danke für das Lob für das Stephanushaus. Leider kann ich Ihnen nicht mehr sagen dazu. Das Haus befindet sich ein wenig in einer Umplanung, einfach deshalb, weil es besteht seit 1964. Ich wohne in diesem Haus seit 1966, bin mit dem Haus alt geworden. Und seit dem Anfang sind auch Schwestern, die dieses Haus begleitet haben, getragen haben, mit anderen Angestellten. Und sind drei Stockwerke für Priester, die da wohnen, nicht nur Pensionisten, sondern ich bin ja nicht als Pensionist dort eingetreten, sondern es ist die Möglichkeit einer Wohnung gewesen für Priester, die nicht unmittelbar in einer Gemeinde tätig sind, sondern sonst Diözesan oder für mich auf der Universität tätig waren. Die Schwestern müssen leider aufgeben, weil sie keinen Nachwuchs haben. Also es kann niemand mehr geschickt werden. Die Schwestern, die jetzt da sind, sind, würden wir sagen, längst in einem Pensionsalter. Und das muss ja mal ein Ende haben, das verstehe ich völlig. Und wie das Ganze weitergeht, wissen wir nicht genau. Aber es freut mich, dass Sie, der Herr Ammann, einen so guten Eindruck vermittelt, dass hier er seine Teilnahme an den theologischen Kursen und das Leben in unserem Haus gut verträgt sozusagen oder einen guten Eindruck hat. Ja. Gut. Also ich möchte ein persönliches Zeugnis geben. Ich bin seit 1970 in Österreich und von der kommunistischen Ungarn gekommen, wo die religiöse Bildung zu meiner Zeit sehr unterdrückt war. Und ich bin eigentlich nicht in Österreich bleiben wollen. Ich wollte nach Südamerika in eine Mission gehen. Ich bin hier liegen geblieben und das Erste, was ich gemacht habe, die Wiener theologische Kurse. Ich habe das ganz, ganz großartig gefunden, dass hier Theologie zu studieren und das für Laien und für Maturanten möglich war. Und ich habe Professor Weißmeier in seiner Jugend noch kennengelernt, die Frau Dr. Margarete Schmidt, großartig, wie sie das gemacht hat, und die Frau Duschek, also die drei haben Großartiges geleistet. Und so die theologische Bildung, von dem lebe ich noch heute. Danke herzlich. Ja, ich danke herzlichst und darf zu Kaffee und Keksen einladen. Wir machen weiter um 16 Uhr mit dem Thema Bildung und Klarheit.